Servus Leute, John mein Name und ich bin stocksauer. Heute wurde in Berlin die Frau für hirntot erklärt, die am Montag von einem Betonmischer überfahren und drunter eingeklemmt worden ist. Die Kollegen von der Feuerwehr haben Material aus dem Rüstwagen gebraucht, um sie rauszuholen. Dieser Rüstwagen musste sich allerdings erst durch einen kilometerlangen Stau auf der A100 kämpfen, weil diese selbstgerechten, hysterischen Klimakleber mal wieder die Straßen blockiert haben. Das hat ungefähr 10 Minuten länger gedauert, 10 Minuten, die Frau unterm Betonmischer eingeklemmt war. Beim Polytrauma, also sprich beim Schwerstverletzten, sind 10 Minuten entscheidend über Leben und Tod, wie wir jetzt wieder gesehen haben. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sauer auf die Polizei, die diese Idioten seit Monaten gewähren lässt, anstatt sie einfach von der Straße zu reißen, wie es in unseren Nachbarländern der Fall ist. Ich bin sauer auf die Staatsanwaltschaft und auf die Gerichte, die diese Trottel nicht anklagen. Und wenn sie mal anklagen, dann zu geringen Geldbußen verurteilen, anstatt sie einfach wegzusperren. Und ich bin sauer auf eine Innensenatorin und eine Justizsenatorin, deren gottverdammter Job es wäre, das Funktionieren der Rettungsdienste, der Feuerwehr sicherzustellen und dass die auch sicher arbeiten können. Nee, stattdessen wird es einfach weggelächelt, weil man ja den Protest toll findet. Super, ihr seid ganz toll, tretet gefälligst zurück. Ich bin sauer aufs Wirtschaftsministerium, weil die Gruppe Aufstand der letzten Generation 150.000 Euro Steuergeld geschenkt kriegt. Ah nee, sie werden gefördert. Wofür werden die gefördert, bitte? Und für die Idioten von der allerletzten Generation, wie wär's, wenn ihr euch wieder vor den Reichstag setzt und einfach einen wochenlangen Hungerstreik durchzieht? Dann gefährdet ihr wenigstens nur euch und Rettungsdienst und Feuerwehr können ihre Jobs machen.